Der Vater in der blauen Ecke. Seine Bilanz 3 Siege, eine Niederlage. Er repräsentiert das UFD Gym aus Düsseldorf, NRW. Meine Damen und Herren, please welcome Osama El Sein Gegenüber kämpft für das Spitfire Gym. Seine Bilanz, 6 Siege, eine Niederlage. Auch er ein bekanntes Gesicht bei GMC. Meine Damen und Herren, hier ist aus Freiburg, Baden-Württemberg, Nico Samsonite. Und dritter Mann im Cage, Marco Bursen. Marco Bursen, der Referee. Faire Handshake hier von beiden. Die waren auch auf der Waage schon richtig fair miteinander. Ja, und das finde ich so gut, weil es ist so ein hochklassiges Duell. Und man braucht es auch einfach nicht. Man muss da nicht irgendwie künstlich irgendwelche Animositäten schaffen. Die Leute wollen es auch trotzdem sehen. Warum muss man dann immer diesen großen Beef heraufbeschwören? Ich, klar, wenn man sich nicht mag, mag wie man sich beide. Nicht, wie bei uns beiden. Genau. Kein Problem. Aber man muss es ja nicht künstlich irgendwie herbeirufen. Und das hier, das ist auch so richtig geil. Ja, und du hast es gesagt, dieser Kampf hier kann die Weichen stellen für beide Kämpfer. Hast du vollkommen recht mit. Das Federgewicht, die mit Abstand bestbesetzte Gewichtsklasse hier bei GMC. Und wir hatten Nico Samsonice ja vor einigen Wochen bei uns im Schlagwort-Podcast zugeschaltet, haben mit ihm gesprochen, ob er sich vorstellen könnte, hier in Zukunft auch mal um den Titel zu kämpfen. Und er sagt, ja klar, wenn der Kampf hier gut läuft, und dann schickt er Zane schon das erste Mal zu Boden, muss sich da aber eines Beinhebels, Fußhebels verteidigen. Ja, Hiluk Versuch hier von Zane, der trotz des Niederschlags da geistesgegenwärtig war. Ja, ich glaube, das war auch viel Gleichgewichtsverlust. Das war jetzt nicht unbedingt der größte Wirkungstreffer. Aber Samsonice zeigt, dass er im Stand hier durchaus gefährlich ist. Er hat da eine Hand durchgesteckt. Und als er gemerkt hat, dass Elzen wankt oder zumindest mal Gleichgewichtsprobleme. Oh, nochmal gut abgefangen hier. Samsonice ist on point heute hier. Ich wollte sagen, da ist er mit einem eingeflogenen Knie hintergegangen. Und Elzen, der wirkt zumindest mal im Stand so, als würde er hier erstmal den Kürzeren ziehen. Samsonice sofort das Timing raus, sofort die Distanz richtig drin. Ja, er ist der kleinere Kämpfer, versucht mit weiten Schwingern reinzugehen in den Mann, wird dann immer auf der Innenbahn wieder abgekontert hier von Samsonice, der jetzt aber auch selbst ein, zwei Treffer mal nehmen musste. Also tolles Duell hier, schon in den ersten paar Sekunden, keine Abtastphase von beiden. Und wie gesagt, Samsonice sagt, wenn das hier heute gut läuft, dann könnte er sich vorstellen, im Juni noch mal zu kämpfen. Dann ist GMC zurück in Berlin, also vor seiner eigenen Haustür. Und sagt, wenn ich auch da gewinnen sollte, dann könnte ich mir schon vorstellen, hier mal nach dem Titel zu greifen. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Jetzt muss er erstmal diesen Kampf hier siegreich gestalten. Und wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, Andreas. Strategie, Game. Oh, direkte! Unglaublich! One. Und das in dieser Gewichtsklasse. Haut da einmal hin, dann heißt es Guten Nacht, Marie. Nico Samsonice. Also, was ist das hier bitte für eine Performance gewesen? Osama Al-Zain, brandgefährlicher Mann. Kommt da gerade aus einem Sieg im Mai letzten Jahres. Da hat er selber seinen Gegner auf die Bretter geschickt in der ersten Runde. Nico Samsonice super, super souverän hier in der ersten Runde. Ein paar gute Treffer gelandet, hatte da Elzein schon früh auf Maß genommen. Und jetzt am Ende das Ding eindrucksvoll zu Ende gebracht. Erste Aktion war schon direkt ein Highkick, die gesessen hat. Wir schauen noch mal rein hier in die Arbeit. Da die linke durchgesteckt, die rechte hinterher. Also Kombination und nach der Kombination, da kommt die rechte. Und da geht Elzein sofort auf den Boden. Bam! Aufs Kinn, klappt zusammen wie ein Gartenstuhl. Nico Samsonice, was hat der hier abgeliefert? Da gibt es auch noch mal eine Faust von meinem Kollegen Marc Bergmann. Die beiden tauschen sich noch ein bisschen aus. Samsonice, wir sehen sie, hat eine unter dem Auge ein bisschen eine Rötung, sage ich mal, eine kleine Schwellung. Aber Osama Elzein mittlerweile wieder auf den Beinen. Den hat es da ganz schön aus den Latschen gehoben. Steht aber wieder
Vielleicht für all die Leute, die das nicht wissen, wenn man K.O. geht, dann erleidet man meistens eine Teilamnesie. Also weiß man Teile dessen, was passiert ist, nicht mehr so ohne weiteres. Passiert also häufiger, dass man Kämpfern, die da aufwachen, erstmal erklären muss, was überhaupt passiert ist. Ich kann aus Erfahrung sagen, ist nicht das schönste Gefühl, wenn man dann erklärt bekommt, dass man gerade K.O. gegangen ist. Schöne daran ist, man weiß nichts mehr davon. Also den Schmerz weiß man nicht mehr. Wir machen es erstmal offiziell und dann hören wir uns an, was Nico Samsonice denn zu sagen hat. Das könnte ja dann doch einiges sein. Marco Brösen und Michael Rojak machen es offiziell. Meine Damen und Herren, hier machen wir das Ganze jetzt offiziell. Winner by Knockout in Runde 1 nach 1:46. Und das war Nummer 7. Nico Samsonice! Und hier sehen wir es nochmal, die Kombo und dann kommt die rechte. Anskin und da klappt er zusammen. Osama El-Zain. Und wir hören mal, was der Sieger zu sagen hat. So, bei mir steht jetzt der Sieger dieses Kampfes, Nico Samsonice. Und Nico, wir haben uns vor ein paar Wochen erst unterhalten im Schlagwort-Podcast. Du sagst, du hast einen Background im Grappling, hast heute einen hervorragenden Grappler vor der Brust gehabt, aber sagst, ich habe mich längst entwickelt, ich bin auch ein Standkämpfer jetzt. Das hast du ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt. War das der Plan? Ich habe mich wohlgefühlt von Anfang an im Stand und warum soll ich es nicht versuchen? Und war perfekt, hat alles geklappt. Ich habe es vor allen Dingen im Stand Amir zu verdanken, der täglich mit mir arbeitet. Und ja, ich bin dankbar, dass ich endlich mal zeigen kann, dass auch im Stand irgendwie was funktioniert. Und ja, bin überglücklich. Respekt an Osama und ich hoffe, er holt sich schnell. Und vielen Dank, dass so viele Leute gekommen sind. Es freut mich mega. Ja, du hast auf jeden Fall ein Fanbus mitgebracht aus Berlin ans andere Ende von Deutschland. Nicht nur Berlin, alle Ecken von Deutschland, tausende von Freunden, Freundinnen irgendwie hergekommen. Ich bin echt sprachlos, das ist so geil. Und ich habe mich gar nicht darum gekümmert, die haben sich alle irgendwie selber organisiert. Umso schöner. Ja, wirklich tolle Sache. Und es ist so, im Juni ist GMC ja zurück in Berlin, also gewissermaßen vor deiner Haustür, vor eurer Haustür. Du hast jetzt nicht allzu viele Blessuren abbekommen, wurdest 2-3 Mal getroffen, aber ich denke mal, bist noch fit. Könntest du dir vorstellen, im Juni schon wieder zurückzukehren? Auf jeden Fall ist der Plan, wenn in Berlin GMC ist, dann will ich auf jeden Fall mit dabei sein. Und jetzt erstmal ein bisschen Urlaub, dann geht's los, Vorbereitung und ich freue mich drauf. Wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin. Den Urlaub hast du dir auf jeden Fall verdient. Eine letzte Frage noch, bevor ich dich dann sozusagen in den Flieger steigen lasse, ab in den Süden. Das Federgewicht ist hier bei GMC die wahrscheinlich bestbesetzte Gewichtsklasse. Das heißt, der Weg an die Spitze natürlich entsprechend lang. Du hast im Leichtgewicht für einige Furore gesorgt, hast dich in die Top 10 vorgearbeitet, jetzt hier einen krachenden K.O. in deinem Federgewichtsdebüt hingelegt. Wie weit ist der Weg denn für dich zu einem Titelkampf? Den Champion sehen wir ja heute noch. Alles ist möglich. Ich bin für jede Herausforderung offen. Ich arbeite tagtäglich. Ich freue mich einfach, egal was kommt, gerne Titelkampf, nächste, dieses Mal, was auch immer, ist mir völlig egal, ich bin einfach für jede Herausforderung offen und ich freue mich hier im Cage bei GMC zu sein, ist einfach ein geiles Erlebnis. Also ultrasympathischer Typ, krachender Knockout, was will man mehr, großer Applaus für Nico Samsonice. So.